Herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr dieses Bild hier erstellen könnt. So, zuerst öffnet ihr erstmal Photoshop, legt eine neue Datei an und wählt die Größe, in der ihr das Bild dann haben wollt und drückt auf OK. So, um jetzt den Hintergrund farblich zu gestalten, sage ich mal, ändert ihr die Farbe einfach mit Steuerung I in Schwarz und legt eine neue Ebene an. Auf dieser neuen Ebene könnt ihr jetzt erstmal den Pinsel auswählen und euch einen Pinsel aussuchen. Solche Pinsel könnt ihr euch bei brushesy.com kostenlos runterladen. Ich werde den Link noch in die Beschreibung einfügen. Und jo, ich nehme mal diesen Brush hier. Und jetzt könnt ihr diesen Brush einfach, hoppla, in die Gegend setzen. Das Ganze muss gar nicht so gut aussehen, da das Endergebnis natürlich entscheidend ist. So, dasselbe macht ihr jetzt mit dem Radiergummi. Wählt auch einen beliebigen Brush aus. So. Und setzt es ein paar Mal hier rein. Okay, als nächstes wählt ihr das Kreisauswahlwerkzeug. Haltet Shift gedrückt und zieht von oben nach unten einen Kreis. Je nachdem, wie groß euer Planet sein soll. Setzt ihn jetzt dort hin, welches Muster ihr dann auf dem Planeten sehen möchtet. Und invertiert die Auswahl, indem ihr auf Auswahl und Auswahl umkehren geht. Oder ganz einfach Steuerung, Umschalt und I drückt. Jetzt drückt ihr Entfernen. Invertiert wieder die Auswahl. Und wendet den Filter, Verzerrungsfilter, Filmen aus und drückt auf OK, soweit die Werte auf 100% liegen. So, jetzt drückt ihr STRG D, um die Auswahl aufzuheben. Dorthin, wo ihr ihn haben wollt. Ich nehme am liebsten die Mitte, das sieht dann im folgenden Schritt einfach besser aus. Und zwar dupliziert ihr jetzt die Ebene, indem ihr entweder auf Rechtsklick und Ebene duplizieren oder die Ebene gedrückt haltet und hier auf dieses Symbol zieht. Wendet jetzt den Filter, Weichzeichnungsfilter, radialer Weichzeichner an. Setzt die Werte auf strahlenförmig, sehr gut und 100%. Bestätigt das Ganze. Um die Strahlen jetzt heller zu machen, dupliziert ihr diese Ebene noch einmal und reduziert die beiden Ebenen noch einmal auf eine. So. Kommen wir jetzt zu den Sternen. Am besten ihr reduziert den Strahleneffekt und den Planet jetzt auf eine Ebene und legt eine neue Ebene an, die ihr allerdings unter den Planeten platziert. Nun wählt ihr den Pinsel. Auf Pinsel zurücksetzen und ich nehme mal diesen Pinsel. Nun geht ihr auf das Symbol, falls dieses nicht bei euch zu finden ist, geht ihr einfach auf Fenster und Pinsel. Und stellt jetzt den Größenjitter bei Formeigenschaften auf 100%. Bei Streuung, die Streuung auf 100%.
und bei anderen Einstellungen den Deckkraftjitter. Eine Struktur könnt ihr auch noch einsetzen, das finde ich sieht noch ein bisschen besser aus. So, nun malt ihr einfach den ganzen Hintergrund voll. Und dupliziert die Sternebene für einen helleren Effekt. Nun reduziert ihr das Ganze wieder auf eine Ebene und das Bild ist schon fast fertig. Jetzt müssen nur noch die Sterne im Planeten gelöscht werden. Dazu nehmt ihr einfach den Radiergummi und löscht diese Sterne. So, zum Schluss geht ihr einfach auf Speichern unter, wählt euer Format aus, am besten JPEG, das ist sozusagen standardisiert. Gebt euren Namen ein, also den Namen für das Bild, und geht dann auf Speichern. Gut, das war's schon wieder von mir. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis bald.